Bist du der, der von Zolder zu Avalanche gewechselt ist? Ich wusste, du bist mit Marco in Berührung gekommen. Ich sehe es deinen Augen an. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud. Verzeih die Frage, aber ich kann mir schließlich nicht die Namen von allen merken. Außer aus dir wird ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth, er war brillant. Vielleicht zu brillant. Sephiroth? Das ist mir völlig Schnuppe, das alles wird bald in einem riesen Knall in die Luft gehen. Geschieht euch allen recht. Und was für eine Verschwendung von teurem Feuerwerk. Bloß um einen Ungeziefer wie euch loszuwerden. Also ein Ungeziefer. Ungeziefer! Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer! Ihr Shinra seid alle Ungeziefer, das den Planeten tötet. Und du bist der König des Ungeziefers. Also halt deinen Mund, du Idiot. Ja, der erste Ausdruck des Spiels. Finde ich schon mal sehr lustig, dass was doch nochmal kommt. Übersehen wurde. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich habe viel zu tun. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet, ich müsste ein Geschäftsessen. Der hat sie nicht mehr alle Geschäftsessen. Ja, man ist die Ruhe selbst, wie es aussieht, also. Nee, nee, nee. Geschäftsessen? Komm mir bloß nicht damit. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig. Aber ich habe euch allen einen Spielkameraden besorgt. Was ist das für ein Lärm? Das ist die Hölle. Darf ich bekannt machen? Airbuster, ein Technosoldat. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Eigentlich hatte ich beim ersten Mal fast Technosoldat gesagt und habe mich mal lustig gemacht. Ja, der Typ spielt Technomusik als Waffe ab. Ich bin sicher, dass die Daten, die ihr euren Leichen entnehmen wird, bei unseren Experimenten in der Zukunft äußerst nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt... Halt, Präsident! Tja, immer noch förmlich, der Kerl. Muss man ihm ja mal lassen. Hey, Cloud, wir müssen da was unternehmen. Hilfe, Cloud! Ist das von Zoldet? Auf keinen Fall, es ist meine Maschine. Ist mir egal, was er ist. Ich werde ihn fertig machen. Der erste Kampf mit der epischen Bosskampfmusik kommt. Ist ein, ich meine, es ist nach eins der geilsten Boss-Themes aus Final Fantasy. Also aus allen Spielen so insgesamt. Ich kann nur sagen, ja, ist jetzt keine so große Nummer. Angriff von Seite heißt hier, ja. Also, muss von beiden Seiten attackieren, wie ihr seht. Mit ein bisschen Blitz. Ein paar Angriffe ist der Airbuster auch schnell besiegt. Ich muss sagen, es sieht schlimmer aus, was der Kerl hier tut, als es eigentlich ist. Nach einer Menge Schaden aus und so, aber naja. Was soll ich noch sagen? Wir werden noch größere Brocken bekommen als Gegner. Ja, und es tut mir auch leid, wenn ich teilweise etwas leise wirke, weil ich sehe, die eigentlich Ausführung vom Programm 1 also, steht dort oben halt. Ja, ist nur so, es ist schon spät und ich kann jetzt nicht zu sehr laut sein. Sonst kriege ich noch Ärger mit den Nachbarn. Doch, ich habe mir gesagt, 12 Teile will ich heute machen, 12 Teile mache ich heute. Großer Bomber, aha. Mir ist es halt wichtig, dass ich wenigstens diesen Teil dann noch fertig habe, damit ich morgen wenigstens vielleicht doch noch ein, zwei Videos aufnehmen kann. Ja, Barrett kann jetzt sein Limit einsetzen, was dem Gegner eine Menge Schaden zufügen wird. Das kann ich jetzt schon mal im Voraus sagen. Keine Sorge, der Gegner wird beim ersten Versuch gleich schon tot sein. Also, ich hätte ihn fast auf den Eis drauf gezaubert. Keine gute Idee. Und erneut setzt der große Bomber ein. Heilung auf alle geht nicht. Ja. Ihr seht selbst, es ist langsam etwas knapp. Gegenangriff. Soll das alles sein? Das ist jetzt meine ehrliche Frage. Cloud kann jetzt auch sein Limit einsetzen. Setzt seinen Mutangriff ein und wird jetzt erstmal irgendwie 300 noch was oder 600 noch was Schaden fahren. Also den Gegner haben wir jetzt auch, glaube ich, besiegen schon. Also meine Aufnahme ist ja auch gleich zu Ende. Das einzige Schöne, ich kann 646 Schaden. Seht ihr, der Gegner ist schon besiegt. Also ich dachte mir vorher auch nur, was ist das? Dass der Gegner so schnell stirbt. Naja. Ich kann nur sagen, das einzige Schöne, wenn man das im Nachhinein aufnehmen muss. Achtet mal auf Tifas Energieleiste. Die ist ja fast down. Ihr seht sie, hat schon gelbe Schrift. Naja. Man weiß halt, wann das Video zu Ende ist. Das
etwas Positives, was so ein Video, was so ein Tonverlust schon mal mit sich bringen kann. Und was ein Positives muss ich auch mal daraus ziehen können, muss man ja mal ehrlich zugeben. Tja, Cloud hängt dort nun. Es wird explodieren, komm tiefer, wir gehen. Ach, wie nett, lässt der Cloud hängen. Barrett, kannst du nichts unternehmen? Was soll der denn machen, darüber springen? Absolut gar nichts. Cloud, bitte stirb nicht, bitte, du darfst nicht sterben. Es gibt so viel, was ich dir noch sagen möchte. Ich weiß, Tiefer. Hey, wirst du es schaffen? Stark sein oder ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich habe mich für stark sein entschieden, weil ich das irgendwie besser fand. Passender. Ja, kümmert euch um euch selbst. Ich komme schon klar. Aber kümmert euch um Tiefer. Okay, tut mir leid. Hör auf, so zu reden, als ob das jetzt das Ende wäre. Also dann, bis später. Wäre ich jetzt gemein, würde ich hier das Video einfach unterbrechen und sagen, das war's. Ich werde keine weiteren Videos mehr machen, oder also ich werde meine weiteren Videos erst später machen. Aber so gemein bin ich ja nicht. Also die neuen Videos werden auf jeden Fall möglichst schnell folgen, sobald ich mit der Synchro fertig bin und alles. Ich hoffe mal, es wird bald der Fall sein. Ja, und ich kann nur sagen, viel Spaß und bis später. Bye!